Und hier ist die Fotokina in Köln, die Weltmesse des bewegten und stehenden Bildes, des Imaging. Mein Name ist Josef Veit vom Video News Channel und ich berichte Ihnen hier in einem Preview von den Highlights der Fotokina. Der erste Tag soll Ihnen einen Überblick schaffen und soll Ihnen die ersten Eindrücke vermitteln. Fotokina erster Tag, es geht los. Mal geht's rauf und mal geht's runter. Es ist ziemlich viel los hier auf der Messe. Weite Wege. Bleiben Sie dabei. Und hier ist eine ganze Halle voller Fotobuchhersteller. Haben Sie schon Fotobücher? Müssen Sie unbedingt haben. Fotobücher sind total in. Die ganze Halle ist voll. Action pur. Nach einem ersten Messerundgang hier kann ich sagen, die Fotokina hat sich kaum verändert, was die Vielfalt angeht, was die tollen Stände, die Animationen betrifft. Hier ist wirklich viel los, viele hübsche Mädchen, viele Fotografen, die Action machen. Die Hersteller geben sich Mühe, die Zuschauer und die Besucher zu faszinieren. Und das gelingt ihnen auch weitgehend. Was ich vermisse, sind unsere großen Hersteller der Videobearbeitung. Hier ist Makrosystem nicht vertreten. Hier sind aber auch die PC-Hersteller wie Pinnacle, Adobe, Magix oder Canopus mit Edios nicht vertreten. Also für die Videofilmer ist für die Nachbearbeitung hier nichts geboten. Adobe steht im Katalog, aber ich habe sie noch nicht gefunden in Halle 4.1. Da bin ich gerade. Mal sehen, vielleicht finde ich sie noch. Was die Kamera betrifft, ist eine ganze Menge hier los. Es gibt einen Trend zu sehr hochwertigen Fotokameras, die auch Video können. Und zu exklusiven Camcordern, die jenseits der 10.000 Euro liegen, aber die auch ihre Zielgruppe finden werden. Kinofilm und Videokamera werden zu einer Einheit. Das heißt, es gibt hier sehr hochwertige HD-Camcorder in 4K, in 4K-Auflösung mit hochwertigen Farbträgern 422 und die sind für Kinofilme gedacht. Das heißt, damit werden Kinofilme produziert. Da kommt auf die Profis eine ganze Menge zu, die Camcorder für das Konsumervolk gewissermaßen, die sind auch mannigfaltig vertreten und davon gibt es inzwischen einige hundert Modelle verschiedenster Hersteller. Davon generell mehr in unserem ausführlichen Programm, in unserem Video-News-Magazin auf DVD und Blu-ray, das demnächst erscheint. Die Informationen dazu bekommen Sie bei www.videoschule.de. Morgen sehen wir uns wieder. Morgen ist auch noch ein Tag, der zweite Messetag. Und dann gibt es auch wieder richtig schöne Bilder und richtigen Ton und nicht dieses Headset, das Sie mir schon mal angekreidet hatten. Aber bei einer Ein-Mann-Show geht es einfach nicht anders. Denn Kamera, Ton und Moderation auf einmal alles in einer Person. Da muss irgendwas auf der Strecke bleiben und wenn es die Bildqualität ist.
Und dann gibt es Firmen, die sprechen Einladungen aus zum Get-Together hier am Messestand. Um 18 Uhr, wenn die Messe offiziell schließt, dann trifft man sich hier zu einem Plausch unter Freunden oder unter Geschäftspartnern und unter Gleichgesinnten und ja, unter Journalisten, die sind auch da. Den nächsten Video News Channel gibt es morgen vom zweiten Messetag der Fotokina. Servus!